Bis auf das Familienoberhaupt. Ich gehörte mal dazu. Und wieder ein einziger Moment, ein Zufall, der alles verändert. Wie oft habe ich das schon erlebt? Bis jetzt habe ich es immer überstanden und mich meinem Schicksal gestellt. Bis jetzt. Es war gut, dass Bärbel noch mit Helga geredet hat. Jedenfalls macht sich Bärbel jetzt wieder ans Kochen. Gemüselasagne. Trotzdem tut's mir leid. Für beide. Aber Helga legt doch auf den Vater ihres Kindes keinen gesteigerten Wert, ne? Ich durfte mir das Schauspiel hier aus der Nähe ansehen. Und ich sage dir, sie sehnt sich nach einem Vater für ihr Kind. Ist schon komisch. Was? Das Leben im Allgemeinen. Mit seinen Besonderheiten. Herr Bärbel war so nah dran an ihrem Glück. Ich denke, Markus hätte sich wohl für Bärbel entschieden. Aber dann der Anruf von Helga. Tja. Was wohl passiert wäre, wenn Helga in dieser Nacht nicht angerufen hätte, um ihre Schwangerschaft zu verkünden? Dann wären Bärbel und Markus wohl noch zusammen. Hier auf Madeira oder sonst irgendwo. Wahrscheinlich. Und dann passiert ja sowas noch zum zweiten Mal. Man sagt ja immer, wer weiß, wofür es gut ist. Hm? Aber in diesem Fall weiß ich wirklich nicht, wofür es gut sein sollte. Ja. Jetzt weiß Bärbel wenigstens, dass es nicht an ihr lag. Wie? Na, ich weiß auch nicht. Für Bärbel ist es irgendwie besser, den Grund für Markus' Weggang zu kennen. Meinst du, das hilft ihr? Tja, jedenfalls besser, als ewig damit klarkommen zu müssen, dass er sie sitzen gelassen hat. Einfach so. Es war ihm irgendwie höhere Gewalt. Manchmal wünschte ich, das Leben ließe sich ebenso leicht reparieren wie ein Auto. Als Mensch kann man sich nur selbst reparieren. Und der? Wie sieht der aus? Ja, nicht schlecht. Aber an dir sieht alles gut aus. Oh, es ist so komisch. Ich hatte voll den Horror davor, nach Hause zu kommen. Und jetzt bin ich wahnsinnig aufgeregt. Ich frage mich sowieso, warum. Wahrscheinlich wird es so wie immer. Dieses Essen ist enorm wichtig. Vielleicht ändert sich ja jetzt was. Meinst du? Mama wird sich zusammenreißen. Sie hat sich einen Ruck gegeben. Ich glaube, sie will wieder die Alte werden. Wahrscheinlich hängt ihr Zustand schon längst zum Halse raus. Hallo, ihr beiden. Störe ich? Cool. Du kommst mit? Wohin? Du bist doch sicherlich auch zum Familienessen eingeladen. Ja, aber ist heute nicht so nach großer Runde. Wonach ist sie denn? Kleine Runde. Ja, das klappt nicht. Schon kapiert. Schönen Abend. Was hat sie denn? Keine Ahnung. Aber Bärbel hat da was ganz anderes gesagt. Nämlich, dass er sie liebt. Und dann habe ich angerufen und Markus hat sie einfach verlassen. Das war ja kein normaler Anruf. Du hast ihm mitgeteilt, dass du ein Kind von ihm erwartest. Deswegen hätte er sich trotzdem ordentlich von ihr verabschieden können. Das hätte er sicherlich auch getan unter normalen Umständen. Ich kann inzwischen sogar verstehen, dass er sich Bärbel gegenüber nicht besonders souverän verhalten hat. Der muss ja völlig durcheinander gewesen sein. Bärbel tut mir jedenfalls leid. Ich möchte nicht an ihrer Stelle sein. Ich auch nicht. Keiner. Zu einem Überfluss muss sie heute noch ein großes Familienessen für die Wellinghaus vorbereiten. Sie muss das ganze Essen alleine stemmen. Bianca ist krank. Ja, sonst sind alle da, aber man kann nicht gerade behaupten, dass Bärbel zurzeit einen guten Lauf hat. Willst du noch weg? Zu Bärbel, vielleicht brauchst du Hilfe beim Kochen. Frauen. Komm ja nicht auf die Idee, mir zu helfen. Hatte ich nicht vor. Wie gesagt, du musst nicht aussehen. Schon traurig, wie das endet mit uns. Darüber hättest du vielleicht nachdenken können, bevor du mit meinem Verlobten geschlafen hast.
Weißt du, Bianca, die Frauen, die mich hassen, sehen es meistens falsch. Nicht ich betrüge sie, sondern ihre Männer. Kathi wird jetzt nicht noch billiger. Es tut mir schrecklich leid, aber das habe ich dir schon tausendmal gesagt, ohne Erfolg. Als ich dich damals vom Bahnhof abholte, da habe ich nur das Beste gehofft, dass wir hier wie Schwestern zusammenleben könnten. Hm. Die sich alles teilen? Das mit Pascal war ein Fehler, aber es ist nun mal passiert. Ich habe dich ja auch um Verzeihung gebeten. Verzeihen ist vielleicht ein bisschen zu viel verlangt. Hast du was dagegen, wenn ich mir hier die Tüten ausleihe? Bring ich dir morgen zurück. Ein paar meiner Klamotten passen nicht mehr in den Koffer. Die Tüten kannst du haben, aber du schuldest mir noch 2 Monatsmieten. Miete? Wer von uns beiden ist denn jetzt billig? Voilà. Gemüselasagne à la Bärbel. Oh mein Gott, ich hoffe, das reicht. Ich blick so nicht einfach auf den gesunden Appetit, den ich in letzter Zeit entwickelt habe. Wahrscheinlich sieht er den Bärenhunger in Heikos Haut. Ich melde mich schon mal für das frische Basilikum an. Wenn ich dann deine Portion Lasagne kriege? Hier. Ich glaube, wir sollten diesen ungewöhnlichen Abend dafür nutzen, einmal auf uns alle anzustoßen. Auf uns Wellinghaus. Weil wir eine wirklich außergewöhnliche Familie sind. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal in diesem trauten Kreis zusammengesessen haben. Schade, dass Bianca nicht kommen konnte. Sie fühlt sich nicht gut. Ich werde wahrscheinlich etwas früher gehen. Ich möchte mich noch um sie kümmern. Ich finde es wirklich bekloppt, dass Papa nicht dabei ist. Anna muss doch das Geld für dieses Familienmahl verdienen. Jetzt tu doch nicht so, als ob wir sonst verhungern würden. Aber unser Familienoberhaupt konnte ja noch nie groß was mit dem Begriff Familie anfangen. Ist ihm das Geschäft doch immer wichtiger gewesen? Natürlich ist das Geschäft mir nicht immer wichtiger. Und ich habe alles getan, um den Termin zu verschieben. Wie ihr seht, ist mir das auch gelungen. Dann setz dich endlich hin, damit dir Denise auch einen Teller geben kann. Aber vorher füllen Sie mir bitte noch mein Glas, Denise. Es dürfte Ihnen ja nicht entgangen sein, dass ich in der letzten Zeit schneller trinke als der Rest der Familie. Dich verabschieden. Ziehst du zu Pascal? Pascal? Was soll ich denn bei dem? Ich hab dir doch gesagt, dass da nichts ist. Naja, dann wär's ja auch nicht so schlimm, wo Gefühle dir doch nicht so wichtig sind. Ich verstehe ja, dass du verletzt bist. Aber was soll ich denn noch tun, außer dir sagen, dass es mir leid tut? Am besten gar nichts mehr. Mein Taxi. Wo ziehst du denn jetzt hin? Ich hoffe, dass ich was Kleines finde, das ich mir leisten kann. Bis dahin werde ich wohl in Alexanders Stadtwohnung Zuflucht suchen. Richtig, Alexander. Da war es auch so die Macht der Versuchung, oder? Stimmt. So bin ich eben. Aber ich mein's nie böse. Ist ja ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen uns beiden Schwiegerväterchen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, dass ich Marquardt absagen konnte. Was hast du eigentlich vorgeschoben? Familiäre Gründe. Ich verstehe gar nicht, warum ich so früh schwächle. Du machst nicht früher schlapp als sonst. Judith und Papa halten einfach länger durch. Ich bin so satt, ich mag keinen Plan. Bei deinem Vater wundert es mich allerdings, wo er doch sonst immer auf seine Linie achtet. Aber wenn Alexander so richtig Hunger hat, dann ist das ein Beweis für mich für seine Treue. Was willst du denn damit sagen? Dass dann Essen für dich als Ersatzbefriedigung fungiert, wenn du mal nicht in der Gegend herumfuhrst. Entschuldigung. Ihr entschuldigt mich bitte. Ich will nach Bianca sehen. Du verlässt uns? Wundert uns das? Was willst du damit sagen? Das war nur eine Frage. Aber das ist jetzt auch egal. Warum bist du überhaupt gekommen? Ariane, es ist gut jetzt. Warum konntest du uns nicht einfach in Frieden essen lassen? Hi.
dachte, du kochst. Schon erledigt. Was gab's denn? Gemüselasagne. Ich muss noch mal mit dir reden, Bärbel. Setz dich doch. Die ganze Sache geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Unser gemeinsamer Bräutigam? Es tut mir so leid, dass er dich verletzt hat. Du solltest besser aufpassen, dass er dich nicht verletzt. Und, wie steht's jetzt? Naja. Hab ich ja gesagt. Er will, dass ich mit ihm lebe. Wenn ich dir einen Rat geben darf, lass dich nicht auf den ein. Du meinst, er würde mit mir... Dieser Mann besteht nur aus Bequemlichkeit und Lust auf Neues. Aber immerhin ist er der Vater meines Kindes. Dazu braucht's nicht viel. Aber als er das Ultraschallbild gesehen hat, hat er sich sofort in unser Baby verliebt. Gefühle halten bei Markus nicht an. Das sind Zutaten, Gewürze in seinem wilden Leben. Die Zutaten zerkochen rasch und da bleibt nichts übrig. Höchstens Knochen. So ist das eben, wenn man sich auf solche bunten Vögel einlässt. Erst hebst du ab wie eine Rakete und wenn du aufwachst, dann ist der Sprit alle und du stürzt ab. Und du meinst, mir würde es genauso gehen? Du kannst es probieren, aber sag nicht, dass ich dich nicht gewarnt habe. Bist du überhaupt bei diesem Essen aufgetaucht? Musste das sein? Ja, das musste sein. Ich gehöre schließlich ebenfalls zu dieser Familie. Das hast du lange Zeit gut verbergen können. Tut mir leid, dass ich dir das nicht mehr glaube. Hast du noch einen besseren Grund? Weil ich dich liebe. Das hättest du früher sagen sollen. Es kann ja sein, dass ich es zwischenzeitlich vergessen habe, aber du hast mich auch nicht gerade daran erinnert. Ich dachte immer, Liebe wäre etwas, was von innen kommt. Aber du brauchst ja wohl eher die Oberflächenreize. Am besten so zwischen 30 und 40. Dein besoffenes Theater eben. War jedenfalls nicht sehr reizvoll. Sieh nur, wie weit es zwischen uns gekommen ist. Das kannst du wohl laut sagen. Sieh mal einer an, wo kommst du denn her? Aus meiner alten Wohnung. Wieso alte Wohnung? Das habe ich Bianca überlassen. Bin ausgezogen. Du, es ging gar nicht mehr zwischen uns. Kein Wunder. Aber ich glaube, ich konnte sie davon überzeugen, dass unser Schäferstündchen ein Versehen war und dass zwischen uns nichts läuft. Und das hat sie dir geglaubt? Ich war einfach so, wie ich bin. Demütig, lieb, verletzlich. Die Seite habe ich an dir ja noch gar nicht kennengelernt. Ich bin schon ziemlich scheu. Ich zeige nicht sofort, wie ich bin. Du hast einfach noch nie eine Nacht mit mir verbracht, zumindest nicht hier. Komm mal her. Komm mit. Es war schön. Ich würde jetzt gerne schlafen. Bist du jetzt glücklich? Eher verwirrter. Ich will nicht, dass du verwirrt bist. Komm näher. Ganz nah. Das habe ich vorhin versucht. Und es war schön. Zum Glück. Aber es hilft nicht. Es ändert nichts mehr zwischen uns. Was meinst du damit? Tu mir bitte einen Gefallen und geh jetzt. Wie du willst.